Ich glaube, dass dieses Haus vom Inhalt her genau das ist, was unser Leben auch ausmacht. Eine ganze Zeit lang fröhlich sein, eine ganze Zeit lang mit Sinn sein Leben gestalten, aber auch eine Zeit lang ein Haus zu sein und zuzulassen, dass gestorben wird. Es ist ja nicht so, dass das Kinderhospiz nur für Lebensfreude steht. Natürlich sterben hier Kinder und natürlich ist das was ganz Besonderes. Natürlich ist das schwer. Und es ist, wenn ein Kind gestorben ist, auch eine ganz besondere Atmosphäre sicher im Haus. Aber Hospize sind genau dafür da, Menschen zu begleiten. Und begleiten heißt nebenhergehen in der Lebenssituation, in der sie sind. Als Menschen, die Fragen haben, die traurig sind und die sich von jemandem verabschieden müssen. Tatsächlich ist der Antrieb bei uns, hier für das Haus was Gutes zu tun. Durch diese enge Beziehung, auch schon im Vorfeld zu dem Förderverein, waren wir immer sehr eng angebunden an diese Schicksale. Und wenn man selber dazu auch noch Familienvater ist, ist natürlich naheliegend, dass man sagt, okay, wir haben das Glück, unsere Kinder sind gesund, aber es gibt halt eben die Notwendigkeit, hier in diesem Hause die Kinder entsprechend zu unterstützen. Und da hat man sich halt mit einem großen Team zusammengesetzt. Wir sind im Verein etwa 20 Leute. Und die haben dann so alle ihre Ideen zusammengeworfen. Am Ende des Tages stand das grobe Konzept für das Race for Hospice. Wir sind immer wieder erstaunt, mit welchen Ideen Menschen Spenden sammeln für unser Haus. Es gibt Menschen, die laufen zu Fuß von Kiel bis über die Alpen. Es gibt Schülerklassen, die machen Sponsorenläufe. Und es gibt Race for Hospice. Jeder, der dort dran teilnimmt, weiß, worum es geht. Natürlich, im Verlaufe eines Rennens entwickeln sich bei dem einen oder anderen eben halt mehr die motorsportlichen Ambitionen, nenne ich es mal. Und man merkt halt, dass die Teilnehmer dort oftmals reine Vollblut-Motorsportler sind. Also insgesamt über die 10 Jahre haben wir schon fast 176.000 Euro als Spende erwirtschaftet. Wir haben uns für dieses Jahr ein Ziel natürlich gesetzt. Wir wollen in Summe die 200.000 Euro überschreiten. Und ich gehe mal davon aus, wenn alles gut läuft, dass wir das auch schaffen werden. Ich bin echt überwältigt von der ganzen Geschichte. Und ich kann jetzt schon mal sagen, dass wir unser Ziel, 20.000 Euro als Spende hinzukriegen, locker getoppt haben. Wir haben im Eingangsbereich eine Wand, wo jedes Kind, was bei uns zu Gast ist, jedes schwerkranke Kind beim ersten Aufenthalt Hand- oder Fußabdruck an dieser Wand hinterlässt. Wir nennen das unser Gästebuch. Das heißt, dass jedes Kind Spuren hier im Haus auch hinterlassen hat, die bleiben. Das ist ein Symbol. Und inzwischen sind da über 800 Hand- und Fußabdrücke von den Kindern, die in den letzten 20 Jahren zu Gast waren. Letztendlich sage ich immer gerne, dass wir hier im Haus von der Lebensfreude sterbenskranker Kinder leben, jeden Tag. Und so ist dieses Haus entstanden, mit ganz viel Farbe, Licht und Freundlichkeit, aus den Wünschen und aus den Dingen heraus, die die Kinder gestaltet haben. Kinderhospize orientieren sich an den Kindern. Wenn man sich natürlich einlassen will und einlassen kann auf das, was Kinder und Jugendliche, die hier zu Gast sind, was die wollen, dann braucht man natürlich mehr Personal, als es man im Pflegeheim oder im Krankenhaus auch nur haben kann. Und deshalb sind Hospize sicherlich Einrichtungen mit wesentlich mehr Zeit und auf der anderen Seite mehr auf Spenden angewiesen als viele andere Einrichtungen, weil wir nämlich letztendlich Menschen kaufen müssen, im Sinne von Arbeitskräften bezahlen müssen und letztlich verwenden wir die Spenden, um davon Zeit zu kaufen. Wenn man in die Augen der Kinder hineinschaut und sieht, wie viel Freude die tatsächlich trotz ihres schweren Schicksals haben, dann weiß man genau, wofür man das tut. Wenn die lachen, wenn die sich freuen, wenn die ihren Spaß haben, da draußen auf dem Schiff rumzutoben, dann braucht man nicht mehr.